Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich habe hier ein Pandir auf meinem zweiten. Und das Komische ist, also nicht komisch, aber Interessante ist, die Pandir-Quest habe ich gestern noch geholt. Und eigentlich wäre da Pandir Nummer 8 rausgekommen. Dreimal Curveball hintereinander werfen. Aber es ist gerade Pandir Nummer 3 rausgekommen. Der ist ja seit heute oder seit gestern um 22 Uhr am Start. Übrigens auch Shiny Fukan am Start und natürlich Wingull. Beides habe ich noch nicht. Ja, hier, Moment. Bam. 443, naja. Auf jeden Fall bin ich auf dem Weg, um mir noch ein paar Quests abzuholen, ein paar Pandir. Und sogar vielleicht silberne Ananas. Ich muss mal schauen. Die sind relativ häufig. Ich muss mal schauen, ob es sich lohnt, da welche zu holen oder wie interessiert ich daran bin. Weil ich habe letztens eine eingesetzt, also 5 bei einem Regelrock-Raid. Und ich war jetzt nicht so begeistert davon. Muss ich mir nochmal genau anschauen, ob es sich jetzt lohnt, die ganzen silbernen Ananas zu farmen. Und sich da ein Depot aufzubauen und die ganzen der Quests abzustauben. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die silberne Ananas findet. Findet ihr, es lohnt sich da jetzt ein paar Quests und ein paar silberne Ananas zu sammeln und abzustauben. So, hier haben wir den Stop mit der Quest. Abenteuerspielplatz am Schwabinger Krankenhaus. Ein großartigen Curveball. Das machen wir jetzt auch gleich. Bei einem Natu, das hoffentlich shiny ist. Nein. Und geschafft. 466, das wollen wir jetzt sehen. Ansonsten treffe ich mich jetzt gleich mit den Jungs. Hoffentlich mit allen. Weil wir haben ein großes Projekt vor. Eine kleine Kooperation. Hoffentlich wird das Video geil. Aber mehr dazu auf Instagram und dann demnächst, wenn das Video fertig ist. So. Pandir. 457. Leider nicht. Leider nicht. So. Pandir in letzter Zeit richtig selten geworden, die Quest. Aber jetzt, am 1. oder beziehungsweise 2. überall höre ich nur von der. Also am Anfang habe ich das Gefühl, spawnen die öfter die Quest. Solltet die ausnutzen, weil danach wird es irgendwie immer seltener. Okay, hab mir gedacht, vor meiner Haustür ein Raichu-Raid, Alola, nehme ich mal mit, weil ich heute wahrscheinlich so beschäftigt bin, dass ich zu keinem Raid mehr komme. Der letzte hat sich gemeldet, Alex, zum Glück. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, aber Alex ist am Start. Gleich kommen alle und dann wird gedreht. Da hinten waren auch gleich 2 Pandir-Quests nebeneinander. Die hole ich mir ab nach dem Raid hier. Schauen wir mal, wenn wir ein bisschen Glück haben. 12-1, nein. Also der braucht nicht mal Glück. 4 Sonderbonbons, okay. Da auch 4 Sonderbonbons. Okay, gar nicht so übel. Gar nicht übel. So. Schnell hier. Schnell hier. Alles klar. Aber hier schon mal. Ein Pandir für euch. 462, Euder. Das ist mein bester bisher. Wahrscheinlich 96 oder so, wenn ich Glück habe. IV-Check. Tag 15, ja, 96 vielleicht. Einen holen wir noch. Und 453, alles klar. Und schauen wir mal, was jetzt so geht. Ich weiß nicht, was ich euch hier in dem Video noch zeigen werde. Weil alles andere jetzt danach kommt eigentlich in ein separates Video. Vielleicht machen wir nach dem Dreh noch was. Das füge ich dann in dieses Video hier ein.
Irgendwie seht ihr ein bisschen stylisch aus. Kann man sich hier nochmal begrüßen, ohne gleich eine Kamera zu sehen, Mann? Habt ihr gehört, dass hier heute krasses Shooting ist, oder? Was ist hier los, Mann? So krass. Oder nicht? Was willst du, ey? Alex, der Erste, der wegläuft, sag mir ehrlich, Mann. Ich? Ja. Ich stehe bis zum Schluss wie ein Mann da heute. Ja. Ja. Weit weg vom Kriegsgebiet. Ein bisschen behind the scenes. Ein paar Fotos, ein paar Profile, ein bisschen für Instagram. Wobei das ein bisschen später erst gepostet wird. Oh mein Gott, mach ein Foto! Genau so nach. Kein Kommentar. Von der Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Gehen alle nach, Mann, Alter. Aufgabe Nummer 1. Tati hat einen kleinen Vorsprung sich ergaunert. Vorsprung! Ja, die anderen wollen das natürlich ausgleichen. Okay, so. Alle bereit? Ich höre nichts. Seid ihr bereit? Vergesst nicht, Leute, es gibt eine Anleitung. Ey, warte mal, wo kommt der Scheiße? Ey, hab ich hier. BAM! Das kommt schon hier hin, aber so geht's nicht rein bei mir. Alter. Du solltest erst schräg halten musst. Der Sieger okay. Steht fest. Ich hab doch getroffen, Mann! Ja, der Alter hat doch gesagt, ich bin auch fertig. Wow. Warte, nur weil er es als erstes gesagt hat, heißt nicht, dass es als erstes war. Alex, man, leide doch nicht, oder? Wir sehen noch 3 Stück. Ich habe alle 12. Also ich glaube, die Erfahrung obsiegt über die Dummheit des Jungen. Also Tati wird schon gewinnen, Mann. Oh mein Gott, schon hat Positionswechsel gemacht, Mann. Oh mein Gott, da bin ich echt gekommen. Aber dazu kann ich nur sagen, ja, Tati ist so alt, man, Augen funktionieren nicht mehr, Knochen funktionieren nicht mehr, man zittert halt, weiß schon, senil. Oh mein Gott, aber er kann gerade Eltern haben, Mann, er ist nervös. Oh mein Gott. Was ist da los? Also bis jetzt schaut es ziemlich unfair aus, ja. Bei Dimi fliegen sie sehr gerade. Bei mir und Tati haben die immer Faxen gemacht, du schießt gerade aus, die fliegen so nach links. Ja, also es liegt am Wind, der Wind ist gerade ruhig. Ich und Tati haben gerade gesagt, ja, aber das bei uns nur so gewesen. Mann, das war irgendwas anderes ist dabei, Mann, ohne Scheiß. Oh, hey, das gibt's. Schau mal, wie gerade. Ja, wäre es bei uns so gewesen, hätten wir locker über 10 geschafft. Schau mal an. Dini ist scheiße, Mann. Ich glaube, Dini hat das Pro-Gerät bekommen. Minus, aber echt, ey. Nein, minus 2, Mann. Also wolltest du das so machen? Das wäre zu hart. Aber das Problem ist. Du hast, du musst eh noch deine eigene treffen, Mann. Nein, ja, weil dann das Risiko. Das Problem ist, zu gering, das kannst du nicht, Mann, kontrollieren. Wir machen so, dass die Grauen wirklich dem minus 2 von demjenigen sind, dessen Farbe das ist. Aber das Problem ist, weil der Grau jetzt in der Mitte ist. Wenn ich jetzt deinen Grauen abschieße, dann bist du minus 2, oder was? Das ist behindert. Ja, ich habe ja die 2 Grauen extra da reingetan. Ja, das heißt, gehören die? Der den Grauen abschießt, kriegt auch die minus 2. Ja, ja, klar. Ja. Und ihr habt gesagt, wenn ich von jemand anderem treffe. Nein, bleib bei minus 2. Als ob du jetzt das zielst. Also du bist das Grau von wie machst du das Grau in der Mitte? Das kriegen wir beide minus 2, oder? Nein, das meine ich nicht. Wenn ich Gelbe treffe von dir. Ja, dann kriegt der andere die Pluspunkte. Ja. Ja. Aber dann lohnt es sich ja gar nicht, die anderen abzuknallen. So soll man ja auch nicht. Ja, aber dann lohnt sich der Positionswechsel null. Doch, weil du musst... Nein! Ja, dann ist schwieriger, ja, für dich. Treffen, oh mein Gott, oh Alex, Gott. Wenn ich hier stehe, wenn ich ja, hier eben. Stehe, muss ich erstmal da treffen? Genau. Ja, bei dir scheißegal, du bist in der Mitte, Mann. Hey, wenn ihr Minuspunkte bekommt, wenn ich eure, ist viel witziger. Was wir noch machen könnten, wir können eigentlich alles durchmischen, Mann. Das wäre krass, Mann. Wie? Alter, das wäre echt krass. Mach mal das. Blau. Die Regeln werden immer krasser, immer extremer. Das wäre noch geiler. Das machen wir jetzt auch. Wie? Die werden immer. Ja, die, schau mal, die Becher werden gelb, gemischt. Blau, grau, gelb. Das ist krass. Die Becher werden gemischt. Ey, was ist los? Okay, ich mach so 2 für das, Mann. Und Wechsel. Was? Ich hab Ladehemmung! Oh mein Gott, ich muss aufsammeln, Mann! Ich hab dir hinter dir Munition gelegt! Oh mein Gott! Jo, wir sind fertig. Die Ergebnisse seht ihr dann in dem Video. Checkt das Video auf jeden Fall ab. Können wir hier eine kleine Fragenrunde machen durch die Gegend, wie das angekommen ist. Wenn es bei euch. Oder? Nein, keine Ergebnisse. Wenn es bei euch gut ankommt, falls ihr Bock habt, dann gibt es auf jeden Fall eine Revanche. Weil die 2 Verlierer haben natürlich Bock. Die können das nicht auf sich sitzen lassen. Aber wie gesagt, wer gewonnen hat, das seht ihr dann noch in dem Video. Ich glaube, wir waren alle für eine Revanche dabei, oder? Klar, ja, wieso nicht? Ja, klar. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war echt geil. Die Frage ist, wie viel Glück hat man gegen Glück, Alter?
Ich weiß nicht, wovon Tati redet. Ja. Keine Ahnung, wer der Gewinner ist. Es ja. ist auch noch vor dem Gewinn, genau so. Okay. Wir bald eine Revanche. Wäre schon geil. Ihr könnt mich alle herausfordern, wenn ihr wollt. Kommt. Alle, ja. Ein Regirock nehmen wir noch mit. Demi hat noch keinen, Alex hat noch keinen. Doch, ich hab schon einen. Ah ja? Ja. Ich hab einen am Schaffes gemacht, da waren nicht viele. Hier ist ein Scheiß, ich war nach der Arbeit, ich arbeite am Schaffes. Ist er noch gut, Aquana? Der ist nicht schlecht. Mach mal besser. Kyogre und Garados ist besser, oder? Ja. Garados ist besser geworden, aber Kyogre ist halt eh. Ja, Nummer 1. Ja. Um fürs Ultra. Ground ist Erde, gell? Ja. Ja, Boden meine ich ja. Erde. Also ich bin alle Milliarden Erde. Also ich bin ein Naruto, oder? Anna, da kommt eigentlich ein Gänzen. Nicht mal, es gibt immer Leute bei mir auch, die kommen und machen die Arenen kaputt, Mann. Ja, jetzt doch? Hast du nicht so hart gelitten, dass deine Münzen nicht zurückkommen? Ja, ja, das war einmal zwei Tage am Stück, Mann. Das war schon krass. Oh. 64, 1764, komm. Oh yes, 9 Sonderbonbons. Oh yes, nur 3. Oh, dafür habe ich nur Hydro-Tag bekommen. 1702, Mardik. Ich habe nicht mal 17. Ich habe 1739, oder? Aber egal, das wird erst teuer. Referando Mongo. Oh, Mann. So, sehr schön. Hier mal. Mach halt. Ja, vielleicht müssen wir noch fangen. Ach so. Warum hat schon? Ich hab schon, ja. War alles noch nicht. Das wird nichts. Komm, ich werf. Was? Komm, ich werf. Das war's. Komm, ich werf. Der schlechteste und der bleibt nicht mehr drin, Mann. Hast du ihn? Alle haben ihn. Demi will noch tauschen. Wir sind vor kurzem auf die dritte Stufe gekommen. Er möchte gerne einen Mewtwo haben. Das kann ich ihm geben. Noch 2 Tage, Mann. Wo bist du, Demi? Auch noch 2 Tage, Mann. Alles klar, so, Tausch. Und Demi bei uns ist 15 Tage, Mann. Ach ja. Also wir haben es bald. Der ist ja bald. So. Du bist tot, Mann. 2275. Bist du soweit? So, wie er seinen dritten, wie er seinen dritten haben will, oder? Ich will den Glücks haben. Glücks 2275. Okay, oh mein Gott. Wie er das nur übertreibt, oder? Ihr wollt es alle sehen. Jeder will es sehen. Es wird auch kommen. Nein, ich will dich echt nicht sehen, Mann. Ich würde es hauen gern, Mann. Ja, wenn er es kriegt, krieg ich es auch. Nein! Ja. Glück schon, aber nicht die richtige WP-Zahl. Oh mein Gott. 217. Das ist endschlecht. Mach nochmal. Das ist endschlecht. 72 ist schlecht. Ja. 2,2 muss er haben, Mann. Ach so. Bei dir? 2,125. Endtot, Mann. Ja. Ohne Glück, oder? Nein, gar nichts. Das war die Gier, Alter. Ich sag's dir. Aber leider geht's nur einmal am Tag. Das heißt, der nächste Versuch nächste Woche beim Lavados Day. Das war's vom Videodreh. Das Video folgt im Anschluss. Deswegen checkt beide Videos ab. Und danke an alle Teilnehmer. Danke an Nerf. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.